Meine Damen und Herren, ich überlege gerade, ob ich jetzt anmoderiere, so ist der Räuber Hotzenplotz der Philosophen, aber das geht nicht. Meine Damen und Herren, er ist ein Intellektueller, er ist ein Philosoph, er ist ein nachdenklicher Mensch, er ist ein wunderbarer Autor, er ist darüber hinaus Bestsellerautor. Ich habe schon eingangs erwähnt, ich habe alle seine Bücher gelesen, möchte keines missen. Richard David Precht ist bei uns. Herzlich willkommen. Sie wollten nach meiner sorgfältigen Recherche, Herr Precht, eigentlich was ganz anderes machen. Sie wollten kein Philosoph werden, sondern Sie wollten irgendwas mit Tieren machen. Ja. Ja, ich wollte Zoodirektor werden. Also eigentlich ganz ursprünglich als kleines Kind wollte ich mal Zoowärter werden. Ja. Und dann haben meine Eltern erzählt, ne, fang mal an, mach mal deine Meerschweinchenkiste sauber und so weiter. Also ein Zoowärter macht irgendwas Ekliges, Langweiliges, ne? Aber Zoodirektor, dann kannst du den Zoo gestalten und so weiter. Und das ist mir schon als Siebenjähriger völlig klar gewesen und dann wollte ich das auch werden. Sind Sie heute noch häufig in zoologischen Gärten? Ja. Was machen Sie da? Ich gucke mir zoologische Gärten an. Früher habe ich auch häufig die Gelegenheit genutzt, um mit den Direktoren durch die Gärten zu gehen. Habe auch früher über zoologische Gärten geschrieben. Also es ist ein Thema, was mich heute noch immer beschäftigt und es gibt auch einige Zoodirektoren, die ich heute noch gut kenne. Was ist denn Ihrer Meinung nach der schönste Zoo? Weil ich bin noch auf der Suche danach, einen richtig guten Zoo in Deutschland zu finden oder international. Der schönste Zoo, den Sie je gesehen haben? Also der schönste Zoo, den ich je gesehen habe, ist der Brookfield Zoo in Chicago. Okay. Ja, da werden Sie wahrscheinlich jetzt nicht so oft hingehen. Nee. Und unter den deutschen Zoos gibt es einige. Kölner Zoo gehört eindeutig zu den guten Zoos. Und mein persönlicher Lieblingszoo von der Anlage, von der Geschichte her, ist der Tierpark in Ost-Berlin. Also das war der renommierte Zoo der DDR und das war in den 60er, 70er Jahren der Vorzeigezoo in Europa überhaupt. Was ist ein Tierpark? Das ist ein Tierpark, das ist eine Anlage von 160 Hektar, das ist in einem alten Barockpark. Und dieser Zoo ist ein Opfer der Wiedervereinigung geworden, weil mit der Wiedervereinigung wurde der 80-jährige Direktor Heinrich Date, das war also der Schimmeck der DDR, der diesen Zoo 40 Jahre aufgebaut hatte, sofort in den Ruhestand versetzt. Und dann kam da ein Direktor drauf, der diesen Zoo nach allen Regeln der Kunst verschangelt hat. In den letzten 20 Jahren, muss man sagen. Also der Witz ist auch noch, ein DDR-Zoo, in dem man möglichst keine Mauern und Zäune sehen sollte. Ja? Und dann kommt ein Westdirektor, der dann hingeht und überall so grüne Jägerzäune wie auf Sportplätzen einzieht. Ja? Und also sozusagen überall wieder Barrieren sichtbar macht. Es war ein Bausparer aus Schwaben wahrscheinlich. Ja, es war eher ein Berliner, ja, und ja. War auch sehr ruppig und sehr hemdsärmlich und der durfte vor 2 Jahren dann endlich gehen. Mhm. Und jetzt ist ein jüngerer Kollege aus München dran und ich bin mal gespannt, was er daraus macht. Ihr Verhältnis zu Tieren war immer ein besonderes. Und Sie haben vor vielen Jahren ein Buch bereits geschrieben über Ihr Verhältnis zu Tieren. Würden Sie sagen, dass sich in den vergangenen 10 Jahren unser Verhältnis zu Tieren verändert hat? Vor allen Dingen, ich hasse das Wort, unser Verhältnis zu Nutztieren, was in sich schon ein grausames Wort ist. Ohne Zweifel. Aber hat sich da etwas zum Guten bewegt? Ja, ich glaube schon. Also die Sensibilität im Umgang mit Tieren wächst kontinuierlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt an. Also wenn Sie sich angucken, was man in 50er Jahren im Zoo für ordentliche Raubkatzenhaltung befand, ja, das war so ein Kachelknast, ne, wo das Tier da eingepfercht wurde, das dürfen Sie heute nicht mehr, da tun dem Betrachter die Tiere leid, also baut man jetzt größere Anlagen, Psychotope, wo die Tiere sich wohlfühlen. Überall sehen Sie, dass die Leute ganz sensibel beim Thema Tiere geworden sind. Und wenn Sie auf der anderen Seite gucken, es gibt in Deutschland 8 Millionen Vegetarier, das ist jeder Zehnte. Es gibt über 1 Million Veganer, also Menschen, die ja jenseits von Wurst und Käse leben. Und als ich vor 20 Jahren das erste Mal ein Buch geschrieben habe, gab es keine 20.000 Veganer. Also da sehen Sie, das ist eine unglaubliche Dynamik in dieser Entwicklung. Wie könnte ein besserer Umgang mit Tieren aussehen? Ja, weil ich habe Ihnen natürlich jetzt nur die gute Geschichte erzählt. Ne? Die üble Geschichte auf der Rückseite ist, dass die Massentierhaltung in Deutschland barbarischer als vor 20 Jahren ist. Und zwar aus einem nachvollziehbaren ökonomischen Grund. Deutschland produziert Fleisch für den Weltmarkt. Das heißt, sie konkurrieren mit Chinesen auf dem Weltmarkt, mit Amerikanern auf dem Weltmarkt. Und wenn sie auf diesem Weltmarkt konkurrieren wollen, müssen sie wahnsinnig günstig produzieren. Also ein Bauer verdient an einem Schwein, das er vom Ferkel an bis zur Schlachtreife großzieht, zwischen 2 und 6 Euro. So viel ist ein Schweineleben wert. Weil wir eben für den Weltmarkt produzieren, also werden die Ställe immer größer. Ja? Natürlich werden die irgendwie auch hygienischer, aber dieses Hygienische haben die nicht viel von, wenn sie eine Kuh auf Spaltenböden stellen. Ja, damit sozusagen die Kloake dann durch den Rost fällt, dann wird die nicht so leicht infiziert.
So, das findet der Massentierhalter oder landwirtschaftliche Intensivhalter natürlich einen riesigen Erfolg. Wenn Sie aber sehen, wie die Kuh auf diesen Spaltenbögen rumrutscht, ja, dann werden Sie sofort sagen, das ist überhaupt kein Erfolg, sondern es ist eine Katastrophe. Und so sieht es hinter den Kulissen in Deutschland überall aus, millionenfach. Barbara hat mich vorhin auf eine, bei YouTube auf einen es Film... Es ist gerade bei Facebook heute so ein Film rumgegangen, der war ganz interessant. Da hat man eben gesehen, dass Kühe lernen, Stalltüren zu öffnen, rauszugehen. Da gab es eine Kuh, die hat andere Kühe durch Öffnen von Gittern weggeschoben, um an einen bestimmten Trog zu kommen. Und die Kuh, eine Kuh, die mit der Schnauze Fußball gespielt hat. Was sofort dazu führt, dass du eine Kuh gleichwertig wahrnimmst wie ein Hund. Mhm. Und damit... Mhm. Auch anders, glaube ich, also wertschätzt natürlich. Ne? Ja. Also, weil Kühe, man sieht die natürlich da immer nur so stehen und man denkt so, ah ja, die merken das irgendwie nicht oder so. Also deswegen haben sie ja auch bewusst empfohlen, dass man eben einfach jede Tierklasse mal durch den Schlachthof führt. Ja, also wenn wir das machen würden, wenn wir so im 7. oder 8. Schuljahr obligatorisch, ne? Ich weiß nicht, können Sie in jedem Fach machen, ob im Biologieunterricht oder im Sozialkundeunterricht, Ethik, ja. In Ethik, eine Schlachthofbesichtigung machen würden, ne? Oder so landwirtschaftliche Intensivhaltung betrachten. Dann haben Sie aber mindestens alle Mädchen in der Klasse, die danach kein Fleisch mehr essen und die Hälfte der Jungs nicht. Also wir können das Ganze nur deswegen betreiben, weil wir das im Dunkeln machen. Früher hat man die Schweine mitten in der Stadt auf dem Markt geschlachtet und so weiter, ne? Und weil wir aber heute genau so sensibel sind, macht man das nicht mehr. Aber was wir hinter den Kulissen machen, ist barbarischer als das, was wir früher gemacht haben. Essen Sie denn Tiere? Ach ja, ganz gelegentlich. Also es ist nicht so, ich bin jetzt kein Hardcore-Vegetarier und auch kein Veganer. Ich gehöre zu den Menschen, denen Fleisch eigentlich ganz gut schmeckt. Ja, aber wenn ich mich intensiv damit beschäftige, dann überlege ich mir schon mal, auf was kann ich verzichten. Ja, also die Currywurst, die ich nicht mehr esse, Fleisch aus der Massentierhaltung, die ich nicht mehr esse und so weiter. Dafür werde ich natürlich von Veganern angefeindet, ne? Klar. Weil die sagen, was ist das denn? Das ist nicht die reine Lehre, ja? Da ist noch Dreck und Schmutz an ihm. Ja? Aber ich denke, ganz viele Menschen sind ja in einer ähnlichen Situation wie ich. Die wissen ja eigentlich, das, was wir in der Tierhaltung machen, ist falsch. Und ich denke, wenn man so Schritt für Schritt seine Ernährungsgewohnheiten reflektiert, wenn man sieht, dass man so wie in den 50er Jahren, da hat man auch nur einmal die Woche Fleisch gegessen, dass das auch geht, dass man es dann vielleicht irgendwann noch seltener macht. Der Sonntagsbraten. Das ist eigentlich der Weg, den ich einschlagen würde. Also ich finde das wunderbar, wenn einer Veganer oder Vegetarier ist. Aber ich will ja auch all die Leute kriegen, ja, denen das nicht so leicht fällt. Aber rein rechnerisch hat man ja nachgewiesen, ein fleischloser Tag die Woche würde ja schon reichen, um eine deutliche Verbesserung herbeizuführen. Ja, vielleicht nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, selbst wenn wir alle in Deutschland Vegetarier würden, hätten wir die gleiche Massentierhaltung. Ja, aber es ist so schrecklich, weil wir sie ja dann alle exportieren machen? Würden. Ja. Wir würden ja wir überschwemmen die Welt mit günstigem Fleisch. Aber jetzt sagen Sie ja, dass es eines Tages Laborfleisch geben wird. Mhm. Was ist das? Ja, also vor 3 Jahren hat ein niederländischer Forscher einer Kuh eine Nackenzelle entnommen und hat die in Zellkultur vermehrt. Und daraus hat er eine Bulette gemacht. So, und die hat ein berühmter englischer Gourmet hat die getestet und eine österreichische Journalistin war dabei und dann die gegessen. Also ein englischer Gourmet ist ein Widerspruch in sich. Man wollte an das Land des blutigen Fleisches ran. Ja. Ja, also man hat ja schon auf den englischen Markt ein bisschen gezielt damit. So, und die Pointe ist, das schmeckt ganz gut. Nun liegt der wahre Geschmacksstoff liegt eigentlich im Fett. Und den Fett kann man dann zusetzen, weil eine Zelle, die nicht unter Stress gerät, die entwickelt kein Fett. Mhm. Aber man kann das mit individueller Geschmacksdosierung so machen, dass die dann ganz perfekt schmeckt. Das ist möglich. Und da gibt es Großinvestoren, die darin die Zukunft der Ernährung sehen, weil die sagen, wenn wir das machen, also in Zellkultur, in Zukunft unser Fleisch herstellen, unsere Würste und unsere Buletten, dann sind wir aus dem Dilemma raus, dass die Hälfte des gesamten Getreides, das weltweit angebaut wird, als Tierfutter genutzt wird. Alles, was Menschen nicht zur Verfügung steht. Bis zu 80%, bis zu 80% des Trinkwassers, ja, was die Rinder wegsaufen. Und dann nochmal zur Erstellung des Fleisches überhaupt. Also, ja, genau. Ja. Also, wenn Sie jetzt alles überlegen. Und dieser ganze Soja, der da angebaut wird in Brasilien, der wird hier in Niedersachsen und Schleswig-Holstein wird er in der Massentierhaltung verfüttert. 80% dessen, was der deutsche Landwirt hier verfüttert, stammt aus Brasilien. Das ist das Zeug, wofür der Regenwald gerodet wird. Das ist aber auch absurd, das finde ich, wenn manchmal Umweltschutz und Tierschutz sich widerspricht. Also ich kenne das aus dem Wendland, da gab es ganz tolle Schweineweiden mit so umsetzbaren Ställen und die konnten alles zerwühlen. Und die haben irgendwann Ärger bekommen, weil ja die Schweine dann Pipi im Boden machen und das sind ja Nitrate und das ist auch wieder schlecht. Und dann mussten die wieder rein. Ja, es sind zu viele Menschen einfach. Wolfgang Petersen lebt ja in L.A., in Los Angeles, wo viel mehr, nach meinem Eindruck, das
Ernährungsbewusstsein ausgeprägter ist, wo es mehr Vegetarier, Veganer gibt. Ja. Hat sich Ihr Ernährungsverhalten in der Zeit in Amerika verändert? Oder? Leider muss ich sagen, nein. Ich hätte jetzt gerne gesagt, okay, ich gehöre auch dazu. Nee, ich bin also nach wie vor noch so ein Fleischfresser, muss ich dazu sagen. Könntest du, Steffen, dir vorstellen, mit Laborfleisch zu arbeiten? Ich glaube, wir müssen gucken, was die Zukunft ist. Also ich glaube, es gibt mittlerweile auch schon Steaks. Also gibt es nicht nur Buletten. Also ich da kenne auch so Zahl und Leute, die das schon kennen und so. Das ist so ein bisschen die Zukunftsmusik sieht gerade. Sieht das aus wie Fleisch? Das sieht auch so aus, ja. Es gibt auch mittlerweile auch andere Möglichkeiten. Also nicht nur, dass du auch altes Fleisch mit neuem machst oder dass du Sachen verbindest und so. Also gibt es die abstrusesten Dinge, die man sich gar nicht ausmalen kann. Mhm. Und ich glaube aber insgesamt wird das, glaube ich, in der Gastronomie wird das irgendwann, glaube ich, schon so sein. Weil ich glaube, nicht nur zuletzt auf Fachkräftemängel, immer niemand weiß nicht mehr, wie man was zubereitet. Und die großen Ketten setzen sich immer mehr durch. Das siehst du, wenn du jetzt, egal in welchem Land du bist, in welcher Stadt du bist, du siehst immer die gleichen Läden, auch kulinarisch, das wird immer ähnlicher alles. Und nee, das ist, glaube ich, schon? Da muss man vorsichtig sein. Ja, ich denke schon. Was ich aber, glaube ich, finde, was ich interessant fand, war, was er sagte, dass es im Dunkeln gemacht wird, diese Massentierhaltung. Ich glaube aber, es ist im Dunkeln, aber jeder weiß es eigentlich. Jeder weiß es. Jeder will es nur nicht sehen. Jeder will es nicht sehen. Und aber wenn ich dann an die Theke gehe und mir Gesichtswurst für 100 Gramm für 99 Cent hole, muss mir klar sein, was ich da tue. Und was ich mir selber auch antue, das muss man sich selber mal bewusst machen. Also Frau Fiedler war ja lange Veganerin, jetzt glaube ich nicht mehr. Ne? Nein, ich war 2 Jahre vegan. Und ich muss dazu sagen, ich komme aus einem kroatischen Haushalt. Also bei uns gibt es Muttermilch und danach gibt es direkt Fleisch. Und dann als Beilage gibt es Hühnchen. Das erachten meine kroatische Familie auch nicht als Fleisch. Und ich bin durch eine Freundin, die sich anfängt mit Ernährung zu beschäftigen, machte so eine Ernährungsberaterausbildung. Und die zeigte mir ein paar Peter-Videos. Und am Anfang war ich furchtbar sauer auf sie, weil ich dachte, sag mal, spinnst du? Was soll ich jetzt noch essen? Und dann sickerte das so langsam ein und ich begann mich mit Fleisch auseinanderzusetzen und habe ganz viel Literatur bestellt und so und habe dann tatsächlich komplett auf Fleisch, aber auch eben auf Milcherzeugnisse und auf Eier verzichtet. Das habe ich 2 Jahre ganz gut geschafft. Und dann ist aber dieser Wunsch nach einem Stück Fleisch so stark geworden, dass ich in der Nacht aus meinem Körper ausgetreten bin und den Pirschut, den luftgetrockneten Schinken aus Kroatien, ich meine, im Traum gegessen habe. Rauschhaft. Wirklich. Gegessen. Also ich bin morgens aufgewacht und dachte, es kann nur ich gewesen sein, weil ich bin alleine zu Hause gewesen. Und irgendwie ist das schon in mir verankert. Und jetzt ist es so, dass ich ganz selten Fleisch esse. Ich weiß aber, woher es kommt. Und Milch auch nur von Bauern und Eier auch nur von Bauern. Jetzt müssen wir noch einen Punkt von, das in dem wunderbaren Buch von Richard David Precht ist eine wunderbare Beobachtung drin. Wir alle glauben ja, dass wir als Menschen die Krönung der Schöpfung sind. Sie weisen aber nach oder stellen zumindest die These auf, dass die Krake uns in mancherlei Hinsicht überlegen ist. Erzählen Sie. Ja, normalerweise ist es ja so, weil der Mensch die Geschichte der Natur schreibt, gibt er sich natürlich automatisch immer diesen privilegierten Platz, die Krone der Schöpfung zu sein. Und da hat er so Kriterien für wie Sprachbegabung, Intelligenz, Feuer machen und so weiter. Das sind natürlich alles so Sachen, die Menschen ziemlich gut können und andere Tiere weniger gut können. Aber wenn ich jetzt das mal versuche, aus der Evolution zu denken, also welches Tier hat quasi den spektakulärsten Weg in der Evolution zurückgelegt, dann ist der Mensch nicht so beeindruckend. Also wir haben alle noch den Bauplan Spitzmaus in uns. Das ist so vor 60, 70 Millionen Jahren die ersten Säugetiere erschienen, waren das so kleine Spitzmäuse. Also wir haben immer noch, genau wie die Spitzmaus, 2 Augen und einen Mund und eine Nase und 2 Ohren und 4 Gliedmaßen. Da hat sie nicht viel getan. Irgendwann sind wir mal aufrecht gegangen. Aber im Grunde genommen ist das immer noch dasselbe. Die Krake stammt ursprünglich aus der Muschel. Das muss ich mal den Unterschied zwischen einer Krake und einer Muschel vorstellen. Aus der Muschel über die Seeschnecken hinweg hat er sich quasi herausgewunden im Laufe der Evolution zu einem wahren Wunderwerk der Evolution. Also Kraken verfügen über ein Zentralgehirn und in jedem Fangarm über ein Untergehirn. Ja, also wir reden über 9 Gehirne. Da sind wir weit von entfernt. Drei Herzen haben wir auch nicht. Und die gesamte Sensibilität in 1000 Farbnuancen miteinander kommunizieren zu können, in allen möglichen Schattierungen, was besonders beim Liebesspiel deutlich wird. Ja, die Kraken verbringen die Hälfte ihres sehr kurzen Lebens mit Sex.
Aber Sex ist... Barbara sagt nichts. Hat sie immer mal versucht, einen kennenzulernen, aber es ist so schwer. Was heißt denn, da vorzudringen? Ja, also Kraken werden leider, unsere Mittelmeerkraken werden nur 2,5 Jahre. Ja, das ist ein guter Sex. Ist. Wobei das auf ein Jahr kommt man schon, oder nicht? Ja. Ein Jahr netto am Ende, ich sag ja. Naja, also das Liebesspiel der Kraken ist unglaublich faszinierend. Die Männchen haben 3 Penisse, die Weibchen haben 3 Klitorisse. Dabei werden jeweils nur eine Klitoris und nur eine Penis dient der Fortpflanzung. Der ganze Rest dient der Stimulierung. Im Ernst? Im Ernst. Gleichzeitig. Das machen die alles gleichzeitig, können sich mit 8 Armen umschließen. Und dann haben sie da Millionen Und dann können sie eben über die Farben, ja, können sie sozusagen miteinander über die taktile Sensibilität hinaus, also wenn sie so ein Wunderwerk der Natur sehen, können sie nicht essen. Das können sie nicht essen. Eine Wahnsinnsgeschichte. Ja. Ja, ja, aber ehrlich, also wenn wir... Daran musst du denken, wenn du das nächste Mal wieder den Pulpo bestellst mit scharfen Zitrone und Knoblauch. Das Problem ist natürlich, dass wir das jetzt alle... Eine Schlussfrage möchte ich noch stellen. Ja. Woran liegt es, dass wir so eine wahnsinnige große Empathie haben zu unseren Haustieren? Sei es ein Hund, sei es eine Katze, sei es ein Kanal. Und gleichzeitig mit Nutztieren so wahnsinnig brachial umgehen. Ja. Das ist eine Schizophrenie. Es ist nur die Entfernung. Also in dem Moment, wo das Schwein bei Ihnen zu Hause leben würde... Hätten Sie dasselbe Verhältnis zu dem Schwein, den Sie zu der süßen französischen Bulldogge haben, weil das sieht genauso niedlich aus und es ist wahrscheinlich sogar noch intelligenter. Ja? Schweine im Schnitt doch etwas intelligenter als Hunde. Wenn Sie dieses liebenswerte Wesen zu Hause hätten, Sie können das nur über die Distanz. Klar. Wir sortieren immer danach, was finden wir süß und was haben wir uns süß gezüchtet und was finden wir nicht ganz so süß. Und was wir nicht ganz so süß finden, da verschwenden wir nicht so viele Gedanken drüber. Aber wenn Sie so ein kleines Ferkel zu Hause hätten und Sie würden das wirklich großziehen, das könnten Sie nicht essen. Sie können das nur über die Distanz schaffen. Also es gibt ein paar Leute, die können das, ne? Aber die sind Ihnen auch nicht so... Jäger und sowas, Jäger. Ja, Jäger. Ja. Lieber Richard Arvid Brecht, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlichen Dank. Ja.